Schüsse sind zu hören auf den Aufnahmen vom Gefängnisgelände in Victoria im mexikanischen Tamaulipas, einem Grenzstaat, in dem Drogengangs ihr Unwesen treiben. Bei einer dortigen Revolte sind am Dienstag mindestens 3 Polizisten und ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ums Leben gekommen. Mehrere weitere Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt. Unbestätigten Berichten zufolge könnte die Zahl der Toten wesentlich höher sein. Rettungskräfte und Angehörige waren vor der Haftanstalt zu sehen. Zunächst waren die Einsatzkräfte noch bemüht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Revierkämpfe zwischen konkurrierenden Kartellen plagen den Bundesstaat Tamaulipas seit geraumer Zeit. In den vergangenen Jahren haben sich einige der schlimmsten Vorfälle im Zusammenhang mit Drogengewalt in Mexiko hier abgespielt.